sind ja darauf ausgelegt, ja, dass sich permanent jeder hijackt. Ja? Das ist ja schon allein das Prinzip bei YouTube, wenn du Werbung schaltest. Ja, der eine schaltet Werbung auf dem YouTube-Kanal des Mitbewerbers, dann dieser Mitbewerber schaltet wiederum YouTube-Werbung auf deinen YouTube-Kanal. Und so geht das ständig, schaukelt sich das ständig hin und her. Und das, davon profitieren natürlich die Big Tech. Man sieht es ja auch an den Aktienpreisen, ja, dass letztendlich die sämtlichen Krisen gehen dem Arsch vorbei, weil einfach die Leute, es gibt einfach, there's no alternative, ja, zu Google, Facebook, LinkedIn und so weiter. LinkedIn ist Microsoft, ja. Wir könnten auch einfach nur von Microsoft reden, dann ist vielleicht jedem bewusst, von was wir hier tatsächlich sprechen. Ja, ChatGPT gehört auch zu Microsoft und so weiter. Ja, Bing und so weiter, ne? Also ihr wisst, von was ich rede. Und das ist halt letztendlich der ganz, ganz große Faktor, ja, der hier mit einer Rolle spielt, wo sich viele einfach auch die Gedanken machen und sich wundern, warum sie nicht weiterkommen, die in der Phase sind, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und die meisten, die auf YouTube auf mich zukommen, sich bei uns eine Strategie-Session buchen, kostenlos, 30 Minuten, gerne hier unten melden, die sagen eben, okay, ja, Thomas, ich bin jetzt gerade dabei, mich selbstständig zu machen oder ich bin schon ein bisschen selbstständig und so weiter und so weiter. Die, ich würde mal sagen, die krebsen, ja, im positiven Sinne, so auf der 100.000 bis 250.000, maximal 500.000 Euro Umsatzmarke im Jahr rum und können sich halt letztendlich in der Regel weniger oder sind gerade dabei, sich noch selbstständig zu machen, also die trifft es ganz hart, ja. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie ein paar 10.000 Euro, die kann ich investieren. 50.000 sind es meistens. Ja? Wenn es 100.000 sind, ist eh schon viel. Und ich will jetzt hier mein Business richtig starten, also richtig volle Kanne, habe sogar eine GmbH gegründet, vielleicht sogar eine doppelstöckige GmbH mit Holding und allem Möglichen und so weiter. Und gehst dann sofort in die Online-Präsenz. Ja? Holst du irgendwo ein Coaching, wo es heißt, hey, in 14 Tagen mit Online Werbung kann ich dir schon das erste Marktfeedback, die ersten Kunden gewinnen und bla 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 bla. Ja, fliegt dir ja permanent die ganze Scheiße um die Ohren, ja, also die ganze Werbeanzeigen von diesen ganzen Coaches, die dir mit Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok und was weiß ich alles noch, Pinterest, ja, die ersten Kunden von 14 Tagen versprechen und so weiter. Ja, du kannst dir sicher sein, dass dir die Mitbewerber schon sehnsüchtig darauf warten, auf Leute, die haben wirklich gute Positionierungen, wirklich gute Ideen haben, Geschäftsideen und schon die Großen, ja, auf dich warten und schon quasi um deine Funnel, um deine Werbeanzeigen, alles Mögliche zu begutachten, zu analysieren und sich da den Nuggets rauszuziehen und damit ihren Budgets, die in der Regel 10 bis 20 Mal höher sind oder noch mehr, ja, sofort wieder drauf zu gehen auf das Ganze. Und mit deiner Idee vielleicht abgeändert, umgewandelt, sodass es keiner wirklich auch nachvollziehen kann. Ja, du wunderst dich vielleicht, okay, wieso bin ich jetzt wieder quasi, wieso habe ich plötzlich keine Sichtbarkeit oder wieso gehen meine Klickpreise plötzlich verdreifachen sich oder was, ja. Es ist natürlich so, dass wir, auch wenn wir jetzt hier Direktmarketing machen und komplett im Verborgenen sind, ist es natürlich auch ein bisschen schwer, wenn du zum Beispiel noch gar keine Website hast, noch gar kein LinkedIn-Profil und so weiter. Aber das macht ja nichts, ja. Also wenn du heute eine Webseite baust, ja, dann weiß erstmal niemand von dir, dass du deine Webseite gebaut hast. Solange du keine Online-Werbung draufschaltest. Ja, ganz, ganz wichtig. Sondern nur mit Direktmarketing-Maßnahmen, ich sage es nochmal, Direct-Messaging oder in Kombination mit Telefonmarketing, in Kombination mit E-Mail-Marketing, meinetwegen sogar vor Ort Besuche, Messen und was es alles noch gibt, ja, die teilweise sehr stark auch unterschätzt werden. Wenn du regional unterwegs bist, kannst du auch einfach per Telefon, E-Mail die Kombination und sagen, hey, lass uns doch mal vor Ort einen Termin auch machen. Ja, macht was keiner mehr und schon hast du wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Also quasi auch da den persönlichen Kontakt pflegen zu Premium-Kunden oder potenziellen Premium-Kunden, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auch wenn du eine Stunde oder zwei oder drei Fahrzeit hast, wenn der Kunde dann am Ende eine 500.000 bringt, ja, nach zwei Jahren, ist doch okay, oder? Also, und alle sind nur noch von Homeoffice und nur noch remote, nur noch über Zoom und was weiß ich alles. Ja, so dass da fehlt auch teilweise die persönliche Komponente des Trust Building, ja. Also letztendlich ein Handschlag, ja. Also sich die Hände geben können, ja. So das unterbewusst, ja, erzeugt das Bindung, ja. Einfach zusammengesessen zu sein, auf dem gleichen Tisch und was gegessen und getrunken zu haben und dergleichen, ja. Ja, okay. Also,
hier mal so ein paar Dinge und warum du so vorsichtig sein solltest mit diesem ganzen Online-Versprechen. Ja, weil die machen die Runde. Ja, davon kannst du wirklich ausgehen. Und dann bist du am Ende vielleicht, wenn du einen kürzeren Atem hast, ja, schneller wieder platt. Ja, oder dann ist dein Geld alle und so weiter. Du wirst analysiert werden, von wem auch immer. Es wird immer mindestens 3 oder 4 oder 5 weitere starke Mitbewerber geben, die werden genau durchschauen, genauso wie permanent meine Mitbewerber sich meine YouTube-Videos anschauen. Ja? Obwohl ich hier einen relativ kleinen Kanal habe, die schauen sich das genau an. Und gerade deswegen, weil mein Kanal relativ klein ist, ja, sagen sie, okay, ah, hier ist ein Nugget, da ist vielleicht eine kurze, die Idee, die kann ich verwerten. Und dann schütten sie ihr fettes Budget drauf und verwerten die und exponentieren das Ganze. Ja? Und das möchte ich bei mir vermeiden. Und ja, das wäre meine Strategie. Und dann mache ich jetzt gleich noch ein Video dazu, zu diesen ganzen großen Dingern, ja, Coaching-Programm und so weiter. Da muss ich auf jeden Fall noch ein Video dazu machen. Das ist noch eine sehr wichtige Botschaft, die ich gerne hier raushauen möchte. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.